Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Timberborn hier bei Heisenberg zockt. So, das hat doch inzwischen eine gewisse Größe erlangt hier, das schöne Dörfchen. Jetzt steht aber wieder eine Türe bevor und es ist in den Kommentaren, ich habe irgendwie den Damm falsch rumgebaut. Kann das sein? Moment. Wo ist denn hier vorne, wo ist denn hinten? Das müssen sie halt anschreiben. Das ist doch eigentlich von beiden Seiten her gleich, oder meine ich das nur? Moment, ich nehme mal nochmal so ein Element. Das hatten wir hier. Schleuse, Schleuse, Schleuse. Drehen wir mal. Also so rum oder so rum. Das spielt doch eigentlich keine Rolle, oder täuscht das? Ja gut, ich würde sagen, das Ding ist ja eh noch nicht fertig. Wenn es dann mal fertig ist, sehen wir es. Ja, falsch rum ist natürlich Käse, aber ich glaube nicht, dass das falsch rum ist. Und hier hinten, guck mal. Bei unserem Metallfreund, bei unserem Metaller. Wisst ihr, was da ist? Danke für den Hinweis. Da fehlt ein Verteilzentrum. Das ist schon wieder viel zu weit weg. Und hier müssen wir nochmal Flaggen hinstellen, weil das ist auch zu weit weg. Und wir bräuchten ein Lager. Und das gehen wir jetzt mal eins nach dem anderen an. Weil, ja, gegen die Dürre in dem Sinn können wir im Moment nichts mehr machen. Das sieht ja hier eigentlich okay aus. Und was auch noch ist, der Wasserturm. Wo hatten wir den? Wasserableiter? Da, der Wassertank. Der macht eben schon Sinn, weil der zumindest temporär Wasser gibt hier. Für die Landschaft und das dann grün wird, das geht aber schnell wieder weg. Aber das bauen wir jetzt auch nochmal. Dann bauen wir hier einen Speicher. Also einen Holzscheitstapel. Dann bauen wir ein kleines Lagerhaus. Und dann müsste, glaube ich, im Groben das erste Mal irgendwie gemacht sein. Klar, die müssen jetzt natürlich eine Weile bauen. Das ist auch klar. Nee, da fehlt noch die eine Flagge. Holz. Holzfällerfahne. Hierhin. Jawohl. Und dann fehlt eben noch ein Verteilzentrum. Jetzt geht's wieder los. Bei der Arbeit war das. Ich weiß es. Arbeit. Verteilzentrum. Wo machen wir das hin? Ist, glaube ich, egal, mehr oder weniger. Ich würde mal sagen, wir stellen das so halbwegs irgendwie in die Mitte. Ist das richtig so? Das ist ja ein Riesenteil. Oder brauche ich dafür eine Abgabestelle? Empfängt Güter aus anderen Distrikten? Nee, das ist ja nicht ein anderer Distrikt. Was machst du hier nochmal genau? Verteilt Güter auf andere Distrikte. Bonus für Arbeiterstärke plus 100. Schlepper unterstützen Arbeiter, Bauarbeiter, das haben wir schon gehabt. Empfängt Güter aus anderen Distrikten. Verteilt Güter auf andere Distrikte. Okay. Ja gut, es hieß, mach so eins, ich mach so eins. So, weil wenn es nichts nützt, dann schadet es nichts. Und irgendwie müssen wir ja hier ans Eisen rankommen. Aber eben, wenn man sieht, also ich frage mich halt tatsächlich, warum das ausgegrenzt ist. Das ist ja vom Bereich, den wir tatsächlich bearbeiten können, einfach ausgegliedert. Das ist komisch und das geht eben außen rum. Also hier hinten etc. Das heißt im Umkehrschluss ganz einfach, dass es nicht an der Reichweite liegt, sondern dass hier irgendwas anderes spinnt. Naja gut, also nicht spinnt, sondern einfach nicht funktioniert. Wir gucken mal, wenn das hier steht und es dann plötzlich funktioniert, dann haben wir die Lösung. Das wäre schön. So, und ich möchte sprengen. Mir ist tatsächlich das Sprengen. Aber da sind wir tatsächlich noch nicht so weit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wo sprengen wir denn gleich nochmal? Wissenschaft, nö. Ja, hier haben wir wieder noch Tempel etc. Die sind halt teuer, 300. Die haben 391 Wissenschaftspunkte. Den Schredder baue ich nicht, solange wir nicht irgendwie da hinten rankommen. Das macht gar keinen Sinn. So, und jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, was ich eigentlich gesucht habe. Irgendwas habe ich gesucht. Da, genau, die Sprengstofffabrik. Die haben wir ja schon. Achso, die bauen wir ja, ich räume. Genau, aber Dynamit fehlt noch. Und die Sprengstofffabrik, die braucht anscheinend 120 Energie. Stand auch noch in den Kommentaren. Weiß noch jemand, wo ich die hingestellt habe, die Sprengstofffabrik? Hier unten. Ja gut, hier können wir natürlich nochmal ein Wasserrad hinstellen. Das geht schon. Und dann den Strom, so wie hier oben, hier lang ziehen. Hier haben wir nochmal ein Wasserrad. Das ist leider noch nicht in Arbeit. Braucht ihr da noch einen Pfad? Braucht man einen Pfad zum Wasserrad? Nö, guck mal. Hier haben wir auch keinen Pfad. Das können wir tatsächlich lassen. Die können den auch bauen, ohne dass sie da jetzt irgendwie vernünftig dahin kommen. Gut. Und hier hinten haben wir eingerichtet, dass sie mal schwimmen können, falls es zu warm wird. Auch schön. Man hängt ja an den kleinen Rackern. Man möchte ja, dass es ihnen auch gut geht. So, der hier steht auch. Bis hier hinten. Hier oben. Wollte ich nicht hier... Ach genau, hier wollte ich doch eigentlich eben auch noch einen Förster hinstellen. Aber da fehlt uns halt die Möglichkeit hinzukommen. Beziehungsweise... Wenn wir hier rüber einfach einen Pfad machen, dann geht's doch. Dann kommt man da eigentlich hin. Das würde doch theoretisch funktionieren. Zumal, wenn hier eh Dürre ist, ist ja nicht mal mehr Wasser. Das würde heißen, hier müssten wahrscheinlich zwei Felder weg. Ich denke, das wäre nicht so verkehrt. Das machen wir mal noch. Abreißen. Welche müssen weg? Drei müssen eigentlich weg. Ne, vier sogar. Ja, sonst kommen wir da halt nicht lang.
So, jetzt machen wir erstmal den Pfad, damit wir den haben. Hier haben wir einmal um eine Kurve rum. Hier rauf. Hier hin, hier hin. Hier hin. Und dann hier hin. Und dann brauchen wir eine Treppe. Andersrum. Geht das nicht? Oh, ist auch schon wieder zu weit weg. Das ist ein Scherz. Ne, geht. Guck mal. Das ist aber... Oh, das sind aber zwei Blöcke. Da brauche ich nur eine Doppeltreppe. Oder gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Ja, im Prinzip so wahrscheinlich. Das so mache und jetzt die Treppe raufsetze, dann geht's. Okay, dann, dann den Pfad wieder. Der war hier. Ne, da kommt man ja immer noch nicht runter. Das stimmt so nicht. Wir brauchen nochmal eine Treppe. Geht jetzt nicht. Jetzt habe ich hier wieder was gesetzt. Ach, echt jetzt. Come on. Gebäude abreißen. Geht nicht. Jawohl. Wir möchte ich zerstören. Dann hätte ich gerne wieder, Kollege, Treppe. Pfad. Sag mal, ich sehe es teilweise nicht mehr richtig. Ich glaube, ich brauche schon wieder eine neue Brille. Es ist doch nicht zu glauben. So, jetzt. Jetzt kommt man aber runter. Wenn ich jetzt den Pfad nehme, machen wir den mal bis hier hin und machen zuerst hier die Komposition sozusagen. Würde heißen, wieder einmal so ein Teil. Zu weit entfernt. Lege mir Pfad oder einen neuen Distrikt ein. An. Ja, blöd. Aber wenn wir doch hier dann den Pfad haben, müsste er eigentlich gehen. Das kann ich interessanterweise bauen, aber jetzt habe ich wahrscheinlich schon wieder eins zu viel. Kann ich hier vielleicht zuerst die Treppe machen? Mal drehen. Ist auch zu weit weg, wie man sieht. Okay, und der geht ja auch nicht. Ja, ich möchte jetzt hier nicht nochmal ein Distrikt machen, muss ich gestehen. Im Moment nicht. Aber jetzt haben wir gerade herausgefunden, wie man eigentlich hier hochkäme. Also wenn man hier zum Beispiel eine Treppe macht. Oder hier eine. Das würde uns auf diese Plattform bringen. Okay. Dann brauche ich noch hier vielleicht nochmal einen. Dann kämen wir nach da hinten. Ja, einfach wegen dem Holz. Das ist die Idee. Aber im Moment haben wir keine Holzprobleme. Dann würde ich das für den Moment noch lassen. Jetzt zahlt sich wahrscheinlich wirklich langsam aus, dass wir hier eben wirklich immer schön angepflanzt haben, denke ich mal. Beeren haben wir auch genug. Also Nahrung ist wirklich auch kein Problem. Wir haben im Prinzip wir bräuchten noch Häuschen. Aber habe ich da nicht auch? Doch, doch. Da habe ich auch nochmal welche angeleiert. Die warten hier halt auf Vollendung. Was ist das hier nochmal? Ein Lagerhaus? Ja, irgendwie sie arbeiten zu wenig. Aber ich möchte jetzt, ich glaube, man kann sogar einstellen. Hier oben, genau, die Arbeitszeit. Dass sie länger arbeiten. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass dann die Zahl hier natürlich kleiner wird, weil irgendwelche Leute einfach abhauen. Ach, guck mal, jetzt steht das Teil, das Sägewerk. Hätten sie doch zuerst mal den Strom gemacht. Hätten wir natürlich auch einstellen können, indem man das einfach unterschiedlich priorisiert. Man sieht ja hier. Irgendwie hier zum Beispiel, nee, das eben zum Beispiel hier auf volle Pulle und die Sägerei dann ein bisschen runter, dann hätten sie automatisch das zuerst gebaut. Aber okay, ist jetzt eigentlich auch kein Drama. Das passt schon. Hier sind sie tatsächlich auch schon wieder am Bäumchen machen. Hier haben sie das Lagerhaus, das haben sie fertig. An dem sind sie dran, wartet aber noch auf Materialien. Der hier hinten, der sitzt nicht mal mehr da, okay, aber jetzt kommt er, glaube ich, gerade wieder. Na, bist du der Metaller? Der kleine Heavy-Metal-Freund, ja, aber der ist halt unglücklich, weil der ist ja hier komplett arbeitslos, weil das nicht funktioniert. Ich bin gespannt, ob das jetzt mit diesem Verteilerzentrum vielleicht sogar in die Gänge kommt dann. Ach, guck mal, das haben wir hier aber schön angegliedert. So, jetzt könnt ihr hier nochmal für Holz sorgen. Da liegt sogar ein Scheit, wenn man dem so sagen kann. 100 Beeren, Holzscheite, Wasser, das ist also in Ordnung. Gebäude ist voll. Ui, okay. Ja, ihr könnt nochmal so ein Teil haben. Wir wollen ja nicht am falschen Ort geizen. So, jetzt müsste es doch, wenn hier Wasser drin ist, eben nach der Theorie, die in einem Kommentar stand, müsste es hier dann zumindest in dem Bereich grün werden für ein Momentchen. Dann könnte man dort eben gucken, dass die eben auch autonom an Nahrung rankommen und nicht darauf angewiesen sind, dass sie alles von hier oben beziehen. Ja genau, die Lagerhäuser sind halt alle voll. Deswegen haben wir das eben nochmal in Angriff genommen hier. Mit dem zusätzlichen Lagerhaus. Gut, wie lange dauert es noch? Ja, das wird jetzt gleich losgehen. Ich mache trotzdem schnell. Weil hier beim Damm haben wir noch gar nichts. Das dauert noch ein Momentchen. Das würde also im Umkehrschluss heißen, eben die Düren dauern immer länger. Wir werden hier ein Problem kriegen mit der Düre. Aber wenn wir hier gucken, Nahrung und Wasser ist eigentlich auf der sicheren Seite. Das heißt, wir müssen die Düre eigentlich überstehen. Hoffe ich zumindest mal. Werden wir jetzt rausfinden. Und zwar in der Kürze. So, kann ich sonst noch was priorisieren? Holzscheite, ich mache dich mal hier noch hoch. Wobei, das brauchen wir eigentlich auch nicht ohne diese Verbindungen. Aber okay, dann haben sie wenigstens einen Anhaltspunkt, was sie machen sollen. Habe ich das priorisiert? Nö. Mach ich auch mal.
Und jetzt priorisiere ich aber nichts mehr. Ach, guck mal hier, der große Wassertank. Sehr schön. Versorgung gewährleistet. 20 Stunden, sehr gut. 58 von 60. Obdachlose haben wir keine. Was macht eigentlich eine gespiegelte Hütte? Abgesehen davon, dass sie halt gespiegelt ist. Also, ich wundere mich gerade, weil die hier separat... ja, dargestellt wird. Warum dies denn? Ist das was Besonderes? Also, Doppelhütte, ja, das ist was anderes wie eine Hütte, aber eine Hütte gespiegelt ist einfach die gespiegelte Hütte. Also, ich verstehe gerade nicht, wo da das, wo da der Grund ist. Ah, auch schon 50%. Dass man das separat erwähnt hier oben. Also im Moment haben wir noch Wasser, wie man sieht. Hier haben wir keins, weil der Damm natürlich auch noch nicht da ist. Könnt ihr bitte nochmal in die Kommentare schreiben, ob dieser Damm zumindest am richtigen Ort ist? Also macht das überhaupt Sinn, dass wir hier dann Wasser stauen? Eigentlich schon. Ja doch, das macht schon Sinn, denke ich. So, im Moment passt's noch. Ich denke halt, die Dürre wird, eben je länger das sie dauert, dass sie sich umso mehr ausbreitet. Also das ist wahrscheinlich noch nicht das Ende. 3 Tage dauert es im Moment. Oder zieht es eben doch an? Ich habe ja mal gesagt, eine Dürre ist eine Dürre. Die kann eigentlich nicht unterschiedlich stark sein. Sie trocknet einfach aus dort, wo sie es kann. Aber ja, guck mal jetzt. Aber man kann natürlich das Ganze so programmieren, dass eine Dürre auch unterschiedliche Stärken hat. Also für ein Videospiel kommt das schon in Frage. Dass halt die Auswirkungen viel verheerender sind. So, jetzt gräbt sich hier langsam rein. Ist er leer? Speicher räumen? Nö, mach mal nicht. Also hier ist da nichts mehr drin. Hier ist noch was drin. Das heißt, hier ist eigentlich geschützt. Aber er ist halt leer. Warum ist er denn leer? Wir haben doch so viel Wasser. Bringt doch mal noch ein bisschen was darauf. Kann doch nicht schaden. So, einen künstlichen See möchte ich dann auch noch. Aber es ist klar, einen künstlichen See können wir erst machen, wenn wir tatsächlich hier die Sprengstoffdingens haben hier unten. Ja, und die können wir nicht bauen, solange wir die Metallblöcke nicht haben. Also, wir sind darauf angewiesen, dass das hier hinten irgendwie in die Gänge kommt. Planken fehlen noch. Ja, deswegen haben wir eben auch die zweite Sägerei hier noch hingestellt. Das wäre die hier. Allerdings, die sind jetzt natürlich auch ohne Strom. Wobei, sag mal, warum ist hier eigentlich keiner mehr drin? Kommt der hier noch ran? Doch, guck mal, der hat da den Eingang. Hat der gerade Pause? Weil wir kriegen von hier Energie. Das passt. Im Prinzip sollte man das hier dann hier auch noch anschließen. Damit, wenn hier eben dann bei der Dürre das natürlich sich auch nicht mehr dreht, dass wir dann eben von dieser Windmühle Strom kriegen. Jetzt ist der Hamster wieder da, er arbeitet, sehr schön. Weil hier ist es natürlich auch nur temporär. Wenn wir keinen Wind haben, haben wir keinen Wind. Das ist ein bisschen wie bei Planet Base. Da gibt es auch ein Let's Play auf dem Kanal, das kann ich euch dringend empfehlen. Also wenn ihr irgendwie so Weltraumstrategie mögt, Aufbaustrategie, Planet Base ist da für mich nach wie vor eigentlich das Maß aller Dinge. Das ist so ein geniales Spiel. Aber jetzt sind wir nicht bei Planet Base. Jetzt sind wir hier bei Timberborn. Ja, die Planken fehlen. Hilft nichts. Wo bist du? Da. Du musst in die Gänge kommen. Oh, da fehlen noch 3 Getriebe. Ja, das ist natürlich jetzt nicht mehr so viel. Jetzt haben sie aber schon wieder ein bisschen Hunger hier, wie man sieht. Warum dies, warum das? Ja, hier oben weiter geht's nicht, sieht man. Okay, kann es sein, dass sie, weil das hier im Prinzip leer ist, dass sie deswegen hier nicht mehr nachfüllen. Also nicht, weil es leer ist, sondern weil eben hier die Dürre angekommen ist hier oben. Das wäre meine Überlegung. Hier geht es natürlich auch runter. Man sieht aber, 10 Stunden reicht es noch. Wir haben noch einen Tag. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ein Tag dauert hier. Also wenn man das in Stunden umrechnet. Das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Aber schaut, das passt gut. Wir haben natürlich jetzt seit dem letzten Mal auch wieder ein bisschen was gemacht. Weil beim letzten Mal, weiß ich noch, so aus dem Augenwinkel habe ich gesehen, dass wir hier plötzlich auch komplette Dürre hatten. Und das scheint zumindest jetzt nicht der Fall zu sein. So, da fehlen immer noch die Planken. Aber wisst ihr, was natürlich das Problem ist? Wir liefern hier keine Planken runter. Also mal abgesehen davon, dass wir wahrscheinlich auch nicht viele haben. Planken, Planken. Ja, wir haben keine. Aber im Endeffekt, wenn wir nicht einstellen, dass die hierher geliefert werden sollen, werden sie nicht hierher geliefert. Und jetzt hier ein Sägewerk machen? Dafür brauchen wir Strom. Das heißt, das wird schwieriger. Wir haben hier ja nicht mal einen Wasseranschluss. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Wie ging das denn gleich nochmal? Route hinzufügen. Abgabestelle auswählen. Abgabe wäre hier. Ne, wähle den Zielort für die Abgabestelle. Wäre hier. Und dann brauchen wir Planken.
Wie gesagt, wir haben im Moment keine. Aber jetzt haben wir es wenigstens eingestellt, dass sie welche bekommen würden, wenn wir welche hätten. Und eben, wir werden ja irgendwann welche bekommen, weil hier die Sägerei ja, wo ist jetzt hier mein Gebäude? Ach, guck mal, jetzt haben sie hier das schon gemacht, okay. Ja, wenn das Ding in die Gänge kommt, dann sollten wir auch genug Planken kriegen. Ist die Dürre vorbei, tatsächlich? Sehr schön. Ja, ich lasse mal das Tempo. Ja, die haben wir jetzt aber komplett unbeschadet überstanden. Aber eben, wenn die natürlich... Oh. Was ist das jetzt? Come on, die Dürre ist doch vorbei. Vorhersage unbekannt. Jetzt wird sie wieder grün. Da kommt das Wasser wieder. Ah, kann es sein, dass es halt ganz kurz irgendwie zu einer Dürre kommt, bevor das Wasser wieder kommt? Ja, das ist natürlich möglich. Okay. So habe ich mich aber doch leicht erschrocken, muss ich gestehen. Plötzlich da alles wieder weg ist. Gut, das passt doch soweit. Und hier hinten? Ja, zwei Planken haben wir jetzt schon gekriegt. Also ein bisschen was kriegen wir. Sehr gut. Was haben wir eigentlich hier noch in petto? Nochmal ein Wassertank. Das hier ist ein Baumstrunk. Eine Ansammlung von Baumstrünken. Strünkerisch, Strünkerinskis. Weiß ich immer noch nicht, wie das in der Mehrzahl heißt. La Strunk de Baum wahrscheinlich. So, ja, muss ich gar nicht mehr gucken. Wir haben die Metallblöcke nicht. Und wie sieht es hier aus? Ja gut, das kann ich mir auch schenken. Weil bis wir 15 Planken haben, dauert es noch ein Momentchen. Oh, aber guck mal, was wir hier an Holz haben. Sensationell. Da könnte man hier eigentlich bereits auch wieder bauen. 3-3, das müssen wir sogar. Weil wir brauchen hier unten ja weitere Leute. Und wenn wir so viel Holz haben, können wir das auch machen. Machen wir doch glatt mal eine Doppelhütte. Ne, wir machen nochmal so eine. Wir haben hier genug Platz. Eine hier. Das werden sie relativ schnell bauen, nehme ich an. Ganz einfach, weil wir hier, man sieht es ja hier. Wir haben so viel Holz. Ist eigentlich kein Problem. Wir haben oben auch genug Holz. Das heißt, man könnte natürlich auch von hier jetzt das Holz nehmen und eine Route machen, dass sie das hier raufbringen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, die man hätte. Ja, aber das läuft doch. Also ich bin zufrieden. Solange wir diese Dürren überstehen, sollte nicht allzu viel passieren. Haben sie die Hütte gebaut? Ja, aber jetzt haben wir 52 von 54. Okay. Und hier das Lager, das habe ich nicht priorisiert. Das wird ein Momentchen dauern. So, hier ist es auch wieder zurückgewichen. Hier blüht wieder was. Wunderschön. Ja, das ist unser eigenes Beerenfeld. Das haben wir angepflanzt. Das läuft also auch. Und hier, nicht wundern, das hat nichts mit der Wohnung zu tun, sondern darunter ist das Lager, das ist voll. Deswegen wollen wir das Lager hier noch haben. Priorisiert habe ich es jetzt auch schon mal. Haben wir auch genug Holzscheite. Und Arbeitslose haben wir 13. Das heißt, da sind genug Leute da, die transportieren können. Das funktioniert also auch. Ja, jetzt ist aber die Frage hier mit dem Damm. Ist der wirklich falsch rum? Das beschäftigt mich jetzt gerade ein bisschen. Wie rum müsste er denn sein, wenn nicht so? Weil wenn ich das nochmal betrachte, das ist doch von allen Seiten her gleich. Oder müssen irgendwie die Dächer aus irgendeinem Grund zusammenhängen? Weil der muss ja keinen Strom produzieren, der Damm. Also das ist ja nicht die Idee. Ich denke gerade wegen diesen Holzstücken oben. Sondern da geht es einfach darum, dass wir das Wasser irgendwie hier speichern können. So, ich könnte glaube ich bei der Explosion... er sucht schon wieder nach Explosionen. Sprengstofffabrik. Wir können eigentlich die Dynamitfabrik auch schon machen. Ne, da bauen wir aber nicht eine Dynamitfabrik. Zerstört den darunterliegenden Geländeblock und lässt benachbarte Dynamitladungen hochgehen. 600. Das hätten wir. Aber irgendwie... Ja, solange das nicht steht, können wir es uns schenken. Was können wir denn noch bauen oder machen, wenn wir 600 Punkte haben? Eine Mini-Hütte. Oder hier eine Dreifachhütte. Für 250. Würde ich mal machen. Okay, werden wir auch gleich hinstellen, weil wir sie haben. Eine Dreifachhütte. Die könnt ihr haben. Wir brauchen irgendwo eine Möglichkeit, an den Pfad ranzukommen. So wird es gehen. Da können wir den Pfad weiterziehen. Schön neben dem Wassertank. Das kann ja nicht so falsch sein. So, Pfad. Habe ich jetzt falsch rum? Ne, da ist der Eingang. Das passt. Sehr gut. Ja, baut das mal. Also Dreifachhütte haben wir. Dann haben wir hier noch Doppelplattformen. Brücke oder Fundament. Könnten wir machen. Eine Hängebrücke für 100. Hätte natürlich auch einen Reiz. Das sieht natürlich relativ stark aus. Aber ich fange jetzt, glaube ich, tatsächlich mal kurz hier nochmal an. Ein Deich. Andere Gebäude können darauf gebaut werden. Damit die Schleuse. Habe ich jetzt hier vom Deich geredet. Also das ist eine Schleuse, kein Deich. Das ist eine Doppelschleuse, eine Dreifachschleuse. Neben Dynamit. Speicher ist im Moment okay. Eine Bauarbeiterunterkunft. Beschäftigt zusätzliche Bauarbeiter. Vergrößere die Reichweite, indem du Pfade anlegst.
Können wir mal freischalten. Kostet nicht viel. Und dann bauen wir das natürlich auch gleich. Wohin? Egal, die haben eine Reichweite, hieß es. Gucken wir mal schnell. Sehe ich so nicht eingezeichnet, aber ja, dann passt das ja. Wohin denn mit den Bauarbeitern? Vielleicht hier oben sogar? Das ist ja immer noch unser Distrikt hier oben. Ach, jetzt sieht man den Bereich. Okay. Was machen Bauarbeiter? Ich würde mal sagen, die bauen und sonst machen sie gar nichts. Ja, dann machen sie das hier unten. Das macht keinen Sinn. Also wenn das tatsächlich so beschränkt ist, von der Reichweite her, weil wir machen hier ja eigentlich nichts mehr. Ja, wenn ich dich so drehe, dann wäre hier der Eingang. Ist halt nicht am Pfad, deswegen wird das nicht angezeigt. Das macht im Moment keinen Sinn. Ich lasse das. Ein Verteilzentrum haben wir. Abgabestelle auch. Wohnen haben wir jetzt das Minihaus noch. Hier die Tiefenmarkierung. Für 150. Was bringt das? Das sieht man doch eigentlich von Auge aus. Ich mache es trotzdem mal. Wir müssen ja die Punkte irgendwie verbraten. Wo möchtest du gerne hin? Die Baustelle ist zu weit weg. Aha. Aha, das kann man hier drin machen. Hier ist aber kein Wasser. Wie kann man denn da eine Wassertiefe messen? Hier geht's. Und hier geht's. Ja, wir machen dich mal hier hin. So, ich bin mal gespannt, wie das dann funktioniert. Bewässerungsturm. Bewässert das umliegende Land. Oh, dann habe ich das... Das geht eben gar nicht um die hier. Also, das ist natürlich nicht schlecht, weil sie genug Wasser haben. Aber der Bewässerungsturm wäre doch der Kollege, der hier Wasser holt. Ich mach dich mal hier hin. So, jetzt haben wir ordentlich wieder was gemacht. Nahrung, die Bäckerei. Da fehlt uns das Getreide. Und das Getreide haben wir hier oben, die Getreidemühle. Oh, da kommt aber, guck mal, jetzt ein Getriebe, dann haben wir das. Und Weizen haben wir auch. Dann würde ich sagen, wir schalten die Bäckerei frei. Und stellen die gleich mal hier in die Nähe. Hat die auch eine Reichweite? Mal gucken. Eingang. Ne, die hat in dem Sinn keine Reichweite. Das ist schon mal beruhigend. Dann können wir dich auch... Ja, jetzt hier oben geht uns der Platz. Also da kriegen wir die aufs Dach rauf. Hehe, die kriegen wir hier rauf. Wir müssen nur bedenken, dass wir dann natürlich irgendwie mit einer Treppe auf die Erde zurück müssen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Das ist mir fast zu risky. Das möchte ich zuerst noch mal versuchen mit einem Haus. Dass wir das machen. Wenn wir dich hier hinhängen, das würde gehen. Guck mal hier. Dann hängen wir dran. Zack, einmal so. Das dürft ihr gerne schnell bauen, weil Brot ist sicher nicht so verkehrt. Da freuen sich die kleinen Biber und dann freut sich der Heisi, wenn sich die kleinen Biber freuen. So, wer benötigt Energie? Ja, wissen wir. Wir werden das mal noch priorisieren, dass sie hier den Strom sozusagen hinmachen. Und ich bin tatsächlich versucht, dass wir hier nochmal eine Verbindung machen zum anderen Netz. Ich glaube, das schadet nicht. Ja, das ist jetzt alles priorisiert. Man sieht es, dann kommt es auch gleich, weil Holzscheite haben wir genug. Also eben, dass wir irgendwie hier noch hier reingehen und dann da rein. Das würde heißen, wir bräuchten nochmal Gelenke. Aber okay. Oh, steht jetzt das hier unten schon? Es steht. Und? Irgendwas macht er. Guck mal, irgendwas hat er gemacht. Sind wir im Besitze von Altmetall? Ja. Okay, es lag tatsächlich daran. Okay, jetzt bräuchten wir aber das auch auf der anderen Seite. Hier oben. Wo ist hier die Ablage? Haben wir da oben überhaupt so ein Ding? So eine Ablagestelle? Doch, irgendwo haben wir doch das Teil. Jetzt weiß ich nicht, wo ich das hingemacht habe. Come on. Weil dann könnten wir eben noch dafür sorgen, dass dann das Metall eben auch hier raufkommt. Das geht schon mal nicht. Ich brauche ein Ablageteil. Bei der Arbeit war es. Ich weiß. Moment, jetzt muss ich noch die Arbeit finden. Da, Abgabestelle. Haben wir nicht hier oben so ein Teil gebaut? Ich dachte ja. Aber guck mal, das passt doch hier hervorragend hin. So, das muss man nicht mal bauen. Das ist ja hervorragend. Das würde für mich heißen. Route hinzufügen. Abgabestelle wäre hier oben. Und wir brauchen Metall. Jetzt muss ich schnell gucken. Metallblock oder... Altmetall gewinnen wir. Also Altmetall muss hier rauf. Und da brauchen wir hier den Schredder. Das wäre er hier. 300. Wir haben noch 400 Punkte. Schredder, ahoi. Und der Schredder kommt hier hin. Zack. Sauber. Jetzt haben wir aber einen relativ großen Schritt gemacht, würde ich sagen.
Also das scheint eigentlich ganz gut zu funktionieren hier. Gut, dann danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungen habt, bitte gerne wieder in die Kommentare schreiben, weil das ist wirklich sehr hilfreich. Es gibt Leute, die kennen das Spiel tatsächlich sehr gut. Also jetzt hat man schon ein paar Tipps, die mir tatsächlich massiv weitergeholfen haben. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Tschüss.